Heidi-ho, zukünftiger Kammerjäger Sir Hammerlock. Stets zu Diensten. Ich höre, du planst eine Exkursion in die Borderlands. Nun, da muss ich dich gleich mal warnen. Pandora hat sich verändert. Diese Welt ist nicht mehr, was sie einmal war. Du erinnerst dich vielleicht an Sand und Schlamm, hier und da ein Fels. Aber jetzt gibt es jede Menge neue Orte zu entdecken. Der Fascho-Schick der Stadt Opportunity, die gefährliche Wildnis der Highlands, die bedrohlichen und stinkenden Caustic Caverns. Du denkst, du kennst die Borderlands? Du hast keine Ahnung. Ach, und noch was. Wahrscheinlich wirst du auf eine von 1000 schrecklichen Arten getötet. Die Borderlands wurden nämlich von einem ruchlosen Kerl übernommen. Handsome Jack. Und nur du kannst ihn stoppen, weil du ein Badass bist. Was für eine Art von Badass, das liegt allerdings bei dir. Es gibt 4 Klassen davon und jeder hat ihre individuellen Stärken. Außerdem kannst du deinem Charakter jede Menge Köpfe und Skins verpassen. Aber sprechen wir über Gewalt. Maya, die Sirene, kann mit ihrer Phase-Lock-Fähigkeit das Schlachtfeld kontrollieren, Gegner gefangen nehmen, Verbündete heilen und Unmengen Elementarschaden austeilen. Siehst du diese Banditen? Siehst du, dass sie nicht in Flammen stehen? Maya wird das gleich ändern. Axton, der Kommando, hat ein Saber-Geschütz. Es zieht feindliches Feuer auf sich und richtet großen Schaden an. Er kann sein Geschütz auch mit einer Nuklearbombe bestücken, die jedes Mal eine lächerlich große Explosion auslöst, wenn er sie einsetzt. Das macht Laune. Falls du eher der Sniper bist oder Leuten gerne ein blutiges Katana in die Brust rammst, dann ist vielleicht Zero der Assassin dein Mann. In höheren Leveln kann Zero sich wie der Wind über das Schlachtfeld bewegen und Gegner zur rechten und zur linken töten. Salvador, der Gunzerker, kann in einen Rage-Modus gehen, wodurch er extrem viel Schaden wegstecken und 2 beliebige Waffen gleichzeitig einsetzen kann. Oh, apropos Waffen. In Borderlands 2 gibt es ziemlich viele. Über 87 Bazillionen, um genau zu sein. Und die kannst du alle mit Freunden tauschen oder in deiner eigenen Bank lagern. Alle Ausrüstungsgegenstände in Borderlands, Schusswaffen, Schilde, Granaten und so weiter, werden zufällig generiert und sind deshalb niemals identisch. Vielleicht findest du mal eine Minigun, die Sprengsätze feuert. Oder eine SMG, die den Gegner mit Säure überzieht. Oder eine Pistole, die beim Nachladen explodiert wie eine Granate. Wo ich gerade dabei bin, bleiben wir kurz bei Granaten. In den Borderlands sind Granaten genauso verschiedenartig wie die Schusswaffen. Es gibt Bazillionen davon und sie können schwarze Löcher erzeugen, Feuer versprühen. Oder ich gebe dir ein Beispiel. Schon mal eine Granate geworfen, die sich ihr Ziel sucht, sich daran heftet, dann explodiert und sich in 5 Granaten aufteilt, die alles in ihrer Umgebung mit Säure überziehen? In den Borderlands ist all das möglich. Und du wirst solches Gerät auch benötigen. In den lieblichen Landschaften der Borderlands lauern nämlich hunderte von neuen und gefährlichen Gegnern, die nur darauf warten, dich in Stücke zu reißen. Banditen, Kreaturen, Roboter, sogar tödliche Pflanzen. Es gibt eine Unzahl von Lebewesen auf diesem Planeten, die dir ans Leder wollen. Etwa der Wormhole Thrasher, ein stachliger Bursche und noch gefährlicher, als er aussieht. Er greift dich mit seinen Tentakeln an, taucht ins Erdreich, um sich vor deinen Kugeln zu schützen und schleudert Stacheln auf dich. Und als wäre das nicht schlimm genug, kann er auch noch eine Singularität um seinen Körper herum erschaffen, mit der er dich anzieht, um dich mit seinen einziehbaren Stacheln aufzuspießen. Und er ist nur einer von vielen, vielen Gegnern, mit denen du es zu tun bekommst. Ich will gar nicht anfangen von den Nomadenfolterern, den Warloadern, den Badass Warkids. Mir wird schon anders, wenn ich nur an die denke. Glücklicherweise erlangst du, tapferer Abenteurer, im Laufe deiner Mission neue Skills. Erhältst mächtige Artefakte und Badass-Punkte, durch die du zu neuen Leveln der Badassigkeit aufsteigen kannst. Artefakte können viele Eigenschaften deines Charakters verbessern, etwa Gesundheit, Feuerrate oder Fahrzeuggeschwindigkeit. Klassenmods hingegen können bestimmte Skills über ihr Maximum hinaus steigern. Nimm etwa Zeros Rückentreffer-Skill.
Der erhöht den Nahkampfschaden, der abgewandten Gegnern zugefügt wird. Auf dem höchsten Level verleiht er Zero maximal 40% zusätzlichen Schaden. Mit Klassenmod erhöht sich der Schaden durch Rückentreffer aber um weitere 40%. Macht dann, oh ja, 72% mehr Rückentrefferschaden. Indem du diese Skills bei deinen Missionen einsetzt, erhältst du Geld, Ausrüstung und Erfahrung. Und damit kannst du weitere Skills erwerben. Davon gibt es jede Menge. Mit den richtigen Skills gehst du durch die feindlichen Reihen wie ein heißes Messer durch einen Psycho. Du Badass, du. Ach, wo ich gerade Badass sage, in Borderlands 2 gibt es ein neues System namens Badass Rang. Indem du die vielen Herausforderungen im Spiel absolvierst, erhöhst du deinen Badass-Rang und holst dir Stat-Boni, die für alle deine verschiedenen Charaktere gelten. Habe ich schon erwähnt, dass Badass-Ränge nach oben offen sind? Ist nämlich so. Borderlands 2 unterstützt daher bis zu 4 Spieler. Außerdem können 2 Spieler via Splitscreen auf demselben Monitor spielen und das Splitscreen-Spiel dann online fortsetzen. Ein Hurra auf Freundschaft und Kooperation. Der Augenblick ist gekommen, Badass. Handsome Jacks Armeen drohen Pandora in Schutt und Asche zu legen. Und nur du kannst sie stoppen. Schnapp dir deine Waffe, bring deine Freunde mit und fackle ein paar Psycho-Zwerge ab. Ich bin Sir Hammerlock und ich sage dir, die Borderlands erwarten dich.